damit bin ich euch recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Collect des Softcover-Album der Top UEFA Euro 2024er Sticker Serie. Leute, wir machen keine halben Sachen. Wir starten direkt hier rein mit 5 Sticker-Tütchen in die dritte Folge vom Let's Collect Softcover. Letzte Folge ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wollen dieses Softcover-Album noch voll machen, bevor die Euro vorbei ist. Und ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich habe hier natürlich eine Box am Start. Ich öffne jetzt erstmal nur aus der Sticker-Display-Box. 5 Päckchen und los geht's. Sollte die erste Stickerbox ausgepackt sein, dann gibt es natürlich dementsprechend eine weitere, logischerweise. Wir haben starten mit Ungarn, Callum Stiles. Dann haben wir Petri aus Spanien, Schweiz. Eigentlich müsste ich jetzt die Gruppen kennen, ne? Aber es sind ja auch die Qualifikationsdinger dabei, also Estland ist auf Gruppe D und Island ist Gruppe E. Weiter geht's mit Johan Bakayoko, eines der letzten Sticker im Hardcover-Album, der gefehlt hatte. Das ist Italien, das ist Schottland, das ist Portugal, Serbien und die Niederländer. Serbia war mit in der Gruppe der Engländer. Oh, Purple Merple. Purple Spanien Logo klebe ich auch hier. Habt ihr in der letzten Folge auch schon mitbekommen. Nicht ein Stadion ist geil. Dortmunder Signal Iduna Park, Griechenland, Belgien. Zack, und Österreich. Austria. Austria, wo war Austria? Austria in der Gruppe D. Griechenland ist wo mit bei? Ganz hinten. Und Finnland ist Gruppe D. So, 2 Päckchen haben wir noch und dann geht's rein ins Einkleben. Österreich, Albanien. Was haben wir hier alles Feines? Frankreich. Was ist das für eine Gruppe? Gruppe E. Zack. Albania. Bam. Ukraine ist, glaube ich, hier mit dabei und Türkei ganz hinten. Letztes Pack, Last Pack Magic. Was kriegen wir? Wir kriegen Rico Luis England. B, Ungarn, Tschechien, Serbien und Dänemark. Auch da. So, dann müsste das ungefähr die Reihenfolge sein für heute. Und ich hoffe natürlich, dass da keiner doppelt ist. Akku ist erlöscht. Perfekt. Ihr seht es gerade nicht. Ich muss den Akku wechseln. Tut mir leid, Jungs und Mädels. Ich dachte, der Akku ist noch ein bisschen da. Aber anscheinend nicht. Da ist der Akku. Aber ist ja kein Problem. Ich habe immer ein paar parat. Zack. So, da sind wir doch wieder. Kleine Komplikationen hier kriege ich doch gemeistert. So, Dortmund ist Sticker Nummer 3. Dann geht es rein ins große Einkleben hier. Bup. Ungarn und Schottland. Ungarn, das ist der erste Porträtsticker hier. Ungarn mit der 11. Bendegüs Boller. Bup. Dann mal Schottland. Ah ne, Schottland war davor. Huch. Upsi. Yeah, Schottland. Schottland auch die 11 da oben. Kieran Tierney. Dann Ndoye mit der 17. Auch der erste Porträtsticker der Schweizer. Hopp. Wunderbar. Na, Ungarn habe ich noch einen Sticker gehabt. Ungarn Artist Sticker hier. Callum Stiles. Den hätte ich hier fast übersprungen. Und bis jetzt haben wir auch wieder eine ganz gute Quote mit Stickern perfekt einkleben. Ich habe jetzt die ersten Sticker, die ich alle eingeklebt habe, da war nicht eine minimal irgendwie der Rand zu sehen. Ich glaube, der ist auch wieder sehr gut eingeklebt hier. Bei Italien Sehenswürdigkeit habe ich auch noch. Italien linke Seite. Zack. Ist drin, dann Albanien. Und
Spanien hier noch. Spanien, Pedri. Spanier auch mit einem, ja, super Turnier bis jetzt. Albanien. Bam. Dann Jonas Wind in Dänemark. Da sind wir schon in der nächsten Gruppe. Hier müssen wir hin. 18 Jonas Wind. Dann Serbien mit der 6. Zack, England, ah ne, nochmal Serbien und dann kommen zwei Engländer. Serbien ist wieder die 11 heute, das Elfer, die Elferfolge hier, 11-11, hoppa, da war nur eine Luftblase drin, eingeklebt ist der perfekt. Rico Lewis ist Player to Watch, muss ich nochmal nach vorne, oh ne du, hier muss Rico Lewis hin, Player to Watch, ist aber gut, weil diese Lücken sind, haben wir ja gelernt, die schwierigsten Lücken, sage ich mal, zu füllen. Luke Shaw hat die 8. Bam. Dann Österreich Logo. Wunderbar. Simakor mit der 9. Und hier beim Softcover müssen wir auch nicht aufpassen wegen dem Rand, weil der Rand ist hier einfacher oder halt nicht so, wie soll man sagen, streng, sage ich mal, wie beim Hardcover-Album. So, Finnland 14-15, Jawolski. Das sieht doch auch gut aus. Dann müssen wir nochmal nach vorne, weil wir Sehenswürdigkeit Österreich hier übersprungen hatten. Die rechte Seite der Österreicher. Wunderbar. Kupmeiners und Estland. Estland habe ich ja auch hier. 3 und 2. Beide drin. Wunderbar. Dann Niederlande 15. Ich wollte gerade sagen, ist der doppelt? Nee. Daniel Malen klebt bei der 16. Habe ich einen kleinen Schreck bekommen gerade. Ein klitzekleines Schreckchen. Schrecki, Schrecki. So, was haben wir hier? Das ist Gruppe E. Und Gruppe E kleben wir, dann müssen wir auch hier einkleben. Hier. GE2. Zack. Dann Trossard kommt auch hier hin. Und dann, Player to Watch. Auch Belgien Player to Watch. Stimmt, Bakayoko war ja der, der beim Hardcover-Album bis zur letzten Folge gefehlt hatte. So. Dann Island mit der 12. Oh, nah dran. Zack. Dann 4 und 5 Ukraine. Wunderbar, dann sind wir jetzt in der letzten Gruppe angelangt und da starten wir mit dem Portugal, mit der Portugal-Sehenswürdigkeit, rechte Seite, bupp. Das heißt, wir hatten heute keinen Doppelt, natürlich einen Sticker haben wir nicht eingeklebt, weil es der Purple Sticker von Spanien war. Ines Ünal, aber ansonsten machen wir einfach so weiter, 5 Päckchen und dann gucken wir mal, was so geht. 14, 15. Bam, und der letzte Sticker kommt von Tschechien. Und das ist die Nummer 8. Jaroslav Zeleni. Und dann war's das mit der heutigen Folge vom Let's Collect des Softcover-Albums Euro 2024er Sticker-Serie. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.